zu fotografieren? Vorsicht, Schatz, nicht daran fahren, nicht daran fahren. Du erschreckst ihn. Obwohl, ich glaube, es ist ihm scheißegal. Es ist ihm wirklich scheißegal. Oh nein, ist der süß. Ich glaube, es ist aber noch ein Junge, ne? Gib ihm die Kamera her, schnell. Ich mache ein Porträt für dich. Ein Porträt. Okay. Sein Insta-Account. Das ist ein weniger dreckiges Fenster. Das hat Marcel aber gut gesehen. Ich hätte jetzt gedacht, die parken hier einfach so alle. Aber nein, die haben mich ja extra angehalten. Das ist schon dreist. Das ist schon dreist. Vor allem hat er keine Angst. Schatz, nicht näher kommen. Du weißt, dass die aggressiv sein können. Mhm. Ja. Also ich muss schon sagen, Marcel ist echt mutig. Ich hätte mich nicht getraut, einfach so zu einem Elch rauszugehen und ihn zu fotografieren. Auch wenn der Elch da alleine war, ohne seine Kumpels mit größeren Hörnern. Komm wieder rein, lass ihn in Ruhe. Hallo. Aber er freut sich so. Er wollte unbedingt. Und jetzt sieht er endlich einen. Oh mein Gott. Und er lächelt ihn sogar an, der Elk. Süß. Komm, ist gut. Kommt noch einer. Du musst mal aussteigen, du stehst, du siehst, wie groß er ist. Ich sehe auch so, wie groß er ist. Das ist halt ein riesiges Tier, ne? Geil. Endlich hat Marcel einen Elch gesehen. Oh, er geht jetzt wirklich nochmal dahin und fotografiert ihn nochmal von der anderen Seite. Also ich hätte ja wirklich Bedenken. Obwohl, der Elch ist alleine. Er hat jetzt niemanden, den er hier beschützen wird. Also wenn, dann wird er wohl weglaufen, statt Marcel anzugreifen, oder? Aber warum ist er alleine? Sind das keine Herdentiere? Wo ist seine Familie? Und wo sind seine riesigen Hörner? Wo geht er hin? Süß. Süß, wie er hier hinguckt. Ich finde, sie haben so witzige Nasen. Kennt ihr noch Alf? Alf aus dem Weltall? Genau so eine Nase hat er. Ui, wo geht er hin? Meint ihr, er fühlt sich beobachtet von den 5 Autos, die hier stehen? Oder ist er das schon gewohnt? Ich glaube, er ist das schon gewohnt. Er ist wie Cosmo. Es ist ihm alles egal. Hauptsache, er hat seinen Rasen. Und? Hast du ein paar gute Bilder von ihm gemacht? Ja. Ja, sehr gut. Ich wollte ihn streicheln. Das spinnst du? Kann man ihn nicht streicheln? Ist das hier kein Streichelzoo? Der nimmt dich auf die Hörner. Ein Hufenhieb und du fliegst. Komm, fahren wir weiter. Ja. Stell dich bitte einmal da draußen, Alter. Das ist, nein! Doch, stell dich mal hin. Du bist von hier oben viel höher als er. Ich habe Angst vor Elks. Ich muss mich da nicht hinstellen. Ich sehe auch so, wie riesig das Tier ist. Außerdem soll er in Ruhe weitergrasen. Guck mal sein Objektiv hin. Wo ist der Elch? Ach, da. Was hast du für ein Objektiv drauf? Okay.
Das ist wirklich ein Riesenobjektiv. Wow. Ich weiß nicht, ob wir so einen transportieren können. Aber für Tierfotografie ist das natürlich schon perfekt, ne? Mhm. Sollen wir so einen holen? Auf jeden Fall. Ja. Tschüss, Elki. Wir fahren jetzt weg. Dann können jetzt andere gucken, weil die stehen schon Schlange, um dich anzugucken.